Arten von Menschen auf der Welt. Die einen lieben Salziges und die anderen lieben Süßes. Ich gehöre definitiv zu der Gruppe der Salzigen und Quinn zu den Süßen, wie ein Blick in die Erinnerungskiste beweist. Papier von den Schokopralinen, die er mir zum Geburtstag geschenkt hat. Ich hasse Milchschokolade. Das Ticket unseres ersten gemeinsamen Kinobesuchs. Danke für den schönen Abend. Dein Lieblingsfilm war allerdings schrecklich. Na klar, der war ja auch für Fashionistas. Und Fotos. Viele Fotos, auf denen ich irgendwas mache, aber keines, das mir gefällt. Er mag den spontanen Schnappschuss und mir gefallen die Fotos in Pose. Er süß, ich salzig. Wir haben uns echt gern, aber vielleicht hat er recht. Wir haben ein Problem. Guten Morgen, allerliebste perfekte Oberzicke. Ah, er hat meine Nachricht geschickt. Ah, Bianca, 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 hör mal her. Hör dir das an. Darf ich dir eine kleine Pizza spendieren, Andrew? Eine Pizza? Zum Frühstück? Zum Frühstück, Salziges. Ich liebe das. Antworte ihm. Jacques, Lust auf einen Cappuccino? Und jetzt? Entscheide dich, Maggie. Welches Frühstück bevorzugst du, süß oder salzig? Keine Ahnung. Ich mag beides irgendwie. Auf die gleiche Art? Nein, auf unterschiedliche. Aber gleich. Es ist viel zu schwer, mich zu entscheiden. Weißt du, was ich deswegen machen werde? Nichts. Weder dies noch das. Ja, ja, ja. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung. Die einzige Lösung. So ein Getue nur wegen eines Frühstücks. Okay, ich habe ein Problem mit Quinn. Aber Maggie geht es auch nicht besser. Bianca, renn nicht so. Es ist 8.21 Uhr. Schon kapiert, aber... Oh nein. Ist das echt heute? Oh ja, meine Prinzessin. Heute ist der Tag der Kavaliere. Ach, sammeln wir doch Unterschriften, damit er abgeschafft wird. Probiert's mal, Spielverderber. Echt? Du auch? Ja, lach dir nur. Wir sind edle Kavaliere. Mhm. Und du warst unhöflich. Ich habe ewig gewartet im Milky Way. Aber ich habe dir nicht mal geantwortet. Genau. Aber egal, Signorina, heute dürfen Sie alles machen. Heute ist Tag der Kavaliere. Und ich werde Sie bedienen. Ausgerechnet wir haben einen Direktor, der Kavaliere mag. Bis später, meine Prinzessin. Bis später. Wir sind hier auf der coolsten Schule und verhalten uns wie im Mittelalter. Total absurd. So romantisch. Aber ich bin fertig mit süßem. Salzig ist die neue Romantik. Also ja, total absurd. Es ist maßgeblich, aber nicht obligatorisch. So steht es im Regelwerk und so sage auch ich es. Eine unnütze Tradition, die man weglassen könnte. Die Regeln der Ritterlichkeit sind wichtig, um zu verstehen, wie man anderen gegenüber auftreten sollte. Die Kavaliere sind kühne junge Männer und die Prinzesschen sind Mägde. Prinzesschen? Wie furchtbar. Ihr seid mutig, hilfsbereit, loyal und ihr seid feinfühlend sensibel und wartet auf den Prinzen eurer Träume. Vielleicht ja die, ich aber nicht. Herr Direktor, bei allem Respekt vor dem Regelwerk und Ihrer Leidenschaft für die Tafelrunde, Märchenprinzen erwartet heute niemand mehr. Was soll das heißen? Dass das die alten Zeiten sind. Und alte Zeiten sind vorbei. Heute ist nicht nur Feiern angesagt, sondern auch die zweite Prüfung in Bezug auf das Magazin für die Lucy News, richtig? Heute arbeitet ihr im Zentrum des Magazins, auch das Herz genannt. Darf ich behilflich sein, Prinzessin? Das ist der Teil, der das Interview mit einem Designer enthält. Und bei euch haben wir uns entschieden für Jemine Ballard. Sie ist die einzig wahre Designerin für Brautkleider. Denn für jemanden, der wie ihr Mode macht, ist dieses Kapitel äußerst wichtig. Jawohl. Auch weil die Hochzeit ein großes Fest der Kavaliere ist. Blödsinn! Eine Hochzeit ist Business. Herzlich willkommen, Jemine. Sehr erfreut. Lassen Sie das. Sind wir im Mittelalter oder was? Ach, diese Jemine gefällt mir. Ja, mir auch. Toller Auftritt. Sie hat Brautkleider entworfen für Celebrities aus aller Welt. Wir interviewen echt einen Star.
Wir müssen das schnell erledigen. Ich mag es echt gar nicht, über Brautleute und diesen ganzen Hochzeitsschnulz zu reden. Du klingst ja fast schon wie Bianca. Normalerweise mag sie doch solche Sachen nicht. Ich liebe Hochzeiten. Da isst man immer so herrlich viel. Moodboards? Heute bleibt uns wohl nichts erspart. Hört zu, ihr Lieben. Heute müsst ihr uns im Workshop einen Titel mitteilen. Für euer Musical. Aber wir müssen heute... Wir wissen heute sehr wohl, wie beschäftigt ihr seid mit der Arbeit für Jermaine Ballet. Aber das hier ist nicht weniger wichtig, wisst ihr? Ja, genau. Ihr müsst uns nur einen Titel nennen. Er muss wirkungsvoll sein, denn den müssen wir bald im Theater vorstellen. Oh. Bis später, meine Helden. Ihr macht echt mit beim Fest der Kavaliere? Warum denn? Macht doch Spaß. Euch nicht, oder was? Wir müssen zum Unterricht. Entschuldigt uns. Alles okay? Sonst gefällt dir doch sowas. Ach ja? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ist total kompliziert. Du bist heute noch seltsamer als sonst. Das sagt der Richtige. Ihr müsst wissen, ich bin nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich hier sein muss. Ich habe so viel zu tun und das ist alles wichtiger als euer Interview. Ihr seid so antik. Antik? Das habt ihr von mir noch nicht gehört. Wir sind nicht antik. Daran ist die Schultradition schuld. Oh, wir warten auf den Märchenprinzen. Meine Liebe, die siehst du nur beim Karneval. Yuki, wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass der Märchenprinz mit seinem Umhang nicht existiert? Umhang? Du hast es heute auf mich abgesehen und ich kapiere nicht ganz warum. Aber ich bin ein Kavalier. Geduldig und souverän. Verschieden. Er wird nie böse, ich immer. Können wir mit dem Interview anfangen? Meine Lieben, zuerst muss ich ein Kleid für eine schwierige Kundin fertigstellen. Solange es nicht fertig ist, kann ich mich nicht konzentrieren. Die Fragen sind schon vorbereitet, dauert nur ein paar Minuten. Aha. Priorität hat das Kleid. Besser noch, weil ich ja so gern von anderen profitiere, um mich zu bereichern. Werdet ihr das Kleid entwerfen, um das Interview zu bekommen? Das ist unfair, Professorin, sagen Sie was. Ja. Ich sage, diese Art ist besonders sublim. Und ich füge hinzu, dass ihr für das Kleid, das ihr für Jermaine zeichnet, bewertet werdet. Aha. Endlich mal ein bisschen gesunde Grausamkeit. Arbeitet zu zweit und fertigt Skizzen an. Viel Erfolg, ihr antiken Kinder. Es ist wichtig, dass die Haut entspannt ist, sonst altert sie zu schnell. Das belegen die neuesten Studien von Professor Swift. So ein Quatsch. Seine Studien belegen, dass jene, die Böses sagen, schneller altern. Professor Swift. Leider ein Idiot. Eine Falte! Du unglaublich blöder Professor! Du liebes bisschen mein Rücken! Mach dich nur lustig, Professor! Du bist ein böser Hexenmeister! Solche Kopfschmerzen! Du bist ein großer Böser! Nein! Nein, nein, du wirst nicht gewinnen! Ich werde nicht früher altern! Ich sage nichts Böses mehr! Ich sage nichts mehr! Ich werde absolut stumm bleiben! Stumm, aber jung. Nausicaa. Sei mutig. Für euch darf ich Ihnen das kredenzen. Vielen Dank. So ein Schnulz. Wenn wir nur wüssten, wer diese schwierige Kundin ist, wäre alles viel leichter. Die sind doch alle gleich, diese Brautkleider. Weiß, lang und langweilig. Ja, normalerweise. Hast du mal VIP-Fotos gesehen? Sollte ich etwa? Hier, für euch. Was ist das? Ich träume von diesem Kleid, seit ich klein bin. Wie findet ihr es? Ein bisschen einfach, oder? Ja, ich falle einfach nicht gerne auf. Und du, Maggie? Wie soll deins aussehen? Es muss kurz sein, aber auch ein bisschen lang. Und aus Seide. Aber auch aus Bast. Und weiß. Mit etwas Farbe. Echt? Klare Vorstellungen. Und du, Bianca? Meins ist weiß. Lang. Sehr lang. Mit Pfauenfedern und Spitzenschleier mit Schleppe. Kaiserlich, majestätisch. Und du willst partout keine Prinzessin sein. Auf jeden Fall muss es eines sein, smart. Kurz, farbig, als wäre es ein normaler Tag. Was für ein Blödsinn. Finde ich.
Finde ich nicht. Ich finde schon. Ach, wer weiß schon, was die Kundin will. Wir sollten sie einfach direkt fragen. Madame? Ich bestehe darauf, Ihre Zurückweisung macht aus mir einen großen Kavalier. Tut Ihnen was weh? Ich sehe Sie voller Schmerz. Entschuldigen Sie. Lasst uns diese Skizzen vorschlagen. Wir machen uns einfach viel zu viele Gedanken. Das Fest nervt. Genau wie diese Sachen hier. Mir reicht's. Ja, die jucken. Und sind viel zu warm. Und viel zu mittelalterlich. Gute Idee. Sehr schlechte Idee. Herr Direktor, hören Sie, wir brauchen diese Kleider nicht, um Kavaliere zu sein. Stimmt's, meine Damen? Bist du müde? Frierst du etwa? Komm. Sehr gut. Weg mit den Verkleidungen. Aber das Fest geht wie gewohnt weiter. Sicher. So wie es im Regelwerk steht. Bis heute Abend. Natürlich. Kavaliere von Herzen. Bravo. Bravo. Und genau das ist euer Problem. Antikes Denken. Diese Skizzen sind out. Schon gesehen. Alles viel zu romantisch. Wir sind nicht viel zu romantisch. Beweist es mir. Zeigt mir ein paar anständige Skizzen. Und jetzt? Alles von vorne. Ihr Wunsch sei mir Befehl. Die Prinzessinnen von heute sind etwas ungestüm, nicht wahr? Das ist ja das Schöne an ihnen. Ich hasse Partnerarbeit. Was ist mit Jeansstoff? Nein, auf keinen Fall. Warum gleich so aggressiv? Okay, entschuldige, du hast recht. Aber wir haben echt ein Problem. Mit der Skizze, meine ich, haben wir ein Problem. Du willst es weiß, ich bunt. Du lang, ich kurz. Ich ohne Schleier, du mit einem endlos lang. Wir bekommen nie eine Skizze hin. Nein. Und warum? Weil ich zugeben kann, keine Ahnung zu haben. Und vielleicht ist das lange Kleid wirklich schöner. Aber du, wenn etwas nicht nach deinen Vorstellungen läuft, existiert es nicht. Das ist absolut nicht wahr. Doch, das ist es. Und weißt du was? Du bist eine verwöhnte Prinzessin, die keinen mutigen Kavalier braucht, sondern einen Knappen. Einen Knappen? Mach die Skizze, wie du willst. Ein Knappe. Ist das ein Diener oder so? Ja, solange er nicht die Nase voll hat von seinem Kavalier. Gute Arbeit, Prinzessin. Und auch so elegant. Ich brauche jetzt etwas Süßes. Lust auf ein Stück Torte? Nein, danke. Darf ich? Was machst du? Siehst du doch. Schön. Ich bin ein Fan von Bräuten in Recyclingpapier. Verschwendet nicht unseren Planeten! Warst du auch da? Klar, ich lasse mir doch keine Demo gegen die Verschwendung entgehen. Ja, der Planet ist viel zu wichtig für uns. Und die Braut war echt wunderschön. Ja. Schön, mal im Einklang mit der Natur zu sein, oder? Aber es ist komisch, dass du da genauso denkst. Aus solchen Dingen können wunderbare Freundschaften entstehen. Ja, richtig. Wunderbar und verwirrend. Du, hör mal, ich gehe und hol mir was zu essen. Kann ich... Lass mich raten. Was Salziges? Ja, ein Panino. Wieso? Nur so. Ich möchte nichts. Okay. Nicht gut. Meine schwierige Kundin wird keine dieser drei genehmigen. Und Sie auch nicht? Ich auch nicht. Offensichtlich ist das Problem nicht, dass ihr antik spielt, sondern dass die Gruppe und die Paare nicht funktionieren. Hören Sie, wir vergeuden hier eine Menge Zeit. Und auf dem Spiel steht ein wichtiges Praktikum, verstehen Sie? Ihr werdet's nicht kriegen, weil meine schwierige Kundin noch weniger Zeit hat als ihr, viel Arbeit und viel zu viele Gedanken im Kopf hat. Also müsst ihr sie zufriedenstellen. Ansonsten gibt's kein Interview. Geben Sie uns wenigstens einen Tipp. Aber natürlich. Beeilt euch gefälligst.
Ihretwegen verlieren wir noch die Chance auf das Praktikum. Nein, du wirst nichts verlieren. Wir werden uns jetzt hier einschließen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Das ist nicht einfach. Meine schwierige Kundin, sie ist die Schwierige. Aber natürlich. Kapiert ihr's? Die schwierige Kundin, die nie Zeit und viele Gedanken im Kopf hat? Sie ist es, die Ballet. Die Ballet heiratet? Wer ist bloß der Unglückliche? Machen wir uns an die Arbeit. Darf ich Sie bedienen? Los jetzt. Gehen wir. Los. Es wird doch wohl unter den Milliarden Brautkleidern eins geben, das ihr gefällt. Ich hab... eine Idee, stimmt's? Ja! In solchen Momenten denke ich, hey, das ist meine Schwester. Wie bitte? Oh, in solchen Momenten. Nur in solchen Momenten. Fangen wir an. Das wird ihr sicher gefallen. Ein Rockbrautkleid. Da kann sie frei sein. Frei von allen Konventionen und dem Wedding-Business. Russell, ich habe das perfekte Kleid gefunden. Ich kann es kaum erwarten, es anzuprobieren. Und jetzt zum Interview. Ich fühle mich besser. Ja, Sie wirken viel entspannter. Beeilt euch, ich habe keine Zeit zu verlieren. Okay, erste Frage. Wieso hat sich eine Geschäftsfrau, die wenig romantisch ist, dazu entschlossen zu heiraten? Weil ich endlich ein Kleid gefunden habe, das mir gefällt. In dem ich mich so fühle, wie ich bin. Denn wenn ein Kleid zu eng ist oder viel zu anders, als ihr es selbst seid, dann könnt ihr das Fest nicht genießen. Genauso wenig wie euren geliebten Märchenprinzen. Wir haben ein Problem zu lösen. Ich und mein Märchenprinz. Ich glaube fest daran, eine Rockbraut zu sein. Frei, verliebt, glücklich und romantisch. Gauzy, die Ballet romantisch. Unfassbar. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Und was ist mit Papa? Warum kannst du nicht wenigstens einmal positiv denken? Speichern und drucken, das war's. Das Herz des Magazins ist fertig. Das Praktikum rückt immer näher. Du Glückliche. Was ist denn? Das hier. Wir verstehen uns nicht mehr, du und ich. Quinn. Wir mögen uns sehr, aber wir sind anscheinend einfach nicht dazu geschaffen, zusammen zu sein. Ihr streitet oft. Ich muss es ihm sagen. Wahrscheinlich. Früher hattet ihr mehr Spaß. Es ist nicht schlimm, einfach wieder Freunde zu sein. Ja. Aber Bianca Lucy darf nicht von einem Jungen abserviert werden. Ich schlage zurück. Deswegen verlässt dich der Junge. Weil du eine verwöhnte Göre bist. Und wer hat dich gefragt? Du wirst einsam alt werden, wenn du den wahren Märchenprinzen suchst. Märchenprinzen existieren nicht, weder der wahre noch der falsche. Ich weiß nicht, ob ich an Märchenprinzen glaube. Da bin ich. Dein Märchenprinz. Nein. Ich bin dein Märchenprinz. Nein, ich bin dein Märchenprinz. Ich bin der wahre Märchenprinz. Ich bin der wahre. Falsch. Hör mal, ich bin der wahre und du der falsche. Er ist der falsche und ich bin der wahre. Nein, ich bin der wahre und er ist der falsche. Komm mit mir, Maggie. Maggie, komm mit mir. Bitte komm mit mir, Maggie. Nein, mit mir, Maggie, meine Liebe. Komm mit mir, Maggie. Nein, besser nicht. Märchenprinzen existieren nicht. Ich werde noch total verrückt. Ich sehe zwei. Das ist ein anderes Problem. Okay, Dolores, Schluss mit der Liebesberatung. Wir müssen zum Workshop. Der Titel fürs Musical. Hab's voll vergessen. Aber mir kommt gerade eine Idee. Der Märchenprinz?
Nein. Schade, dass es schon vorbei ist. Ich liebe das Fest der Kavaliere. Und du? Nausicaa, gefällt dir das Fest der Kavaliere? Du redest also nicht. Du hast das Schweigegelübde abgelegt, so wie es sich gehört für eine gute Prinzessin. Brava! Aber ich sag dir was, da das Fest jetzt vorbei ist, kannst du das Gelübde auflösen. Es reicht jetzt! Ich werde lieber alt und gebrechlich, aber bin dann wenigstens glücklich und böse. Und du, Idiot, Kavalier mit einem Kleinhirn für drei Groschen, verschwinde endlich! Meine Rückenschmerzen haben sich in Luft aufgelöst. Heißgeliebte Katharsis. Der Titel des Musicals lautet Ein hässliches Rockentlein. Ein hässliches Rockentlein? Gozi! Gefällt mir. Also, die Story habt ihr soweit. Den Titel auch. Jetzt müsst ihr nur noch die Musik für euer Musical komponieren. Aber das machen wir morgen. Morgen, morgen, immer morgen. Entschuldigt, manchmal kommt die Diva in mir hoch. Du komponierst schon? Nur ein paar Notizen für ein hässliches Rockentlein. Hm. Und deine Diät? Vorbei? Welche Diät? Na, der Verzicht auf Süßes und Salziges. Das hatte nichts mit einer Diät zu tun. Es war eher ein Verzicht wegen Verwirrung. Aber die Geschichte ist echt zu kompliziert. Black Hole sagte mal, wenn eine Sache zu kompliziert ist, sie zu erklären, dann warte, bis dir das Leben die Sache erklärt. Und das bedeutet? Ich hab's nie kapiert. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube ja, selbst Black Hole hat es nicht gewusst. Ich muss in den Keller. Ja, genau. Mhm. Das sollten wir uns wirklich mal genauer ansehen. Verwirrtes, aber sehr hübsches Mädchen. Das lief doch bis jetzt alles toll. Ich denke, ja, wir sollten stimmt. es mal Sie so haben recht. Probieren. Komm, gut, das könnte klappen. Und wie immer hat Black Hole recht. Das Leben wird mir erzählen, wie es enden wird.